Und ich habe schon wieder Hunger, es ist nicht zum Aushalten. Kann man mit einem Servomotor auch bestimmen, von welcher Seite der rausziehen soll? Also, ob der von hinten oder von vorne anfangen soll zu ziehen? Ich glaube nicht, nee. Sowas bräuchte man noch. Wieso das denn? Ja, dann könnte man den Cyclic Assembler wirklich zum Cyclic Assembler machen. Dass der eben irgendwie, ja, so 8 Schematics hat und die dann eben alle durchgeht. Das hier, der Kram ist gar nicht wirklich Eisheide, das ist auch was ganz Spezielles anderes. Ja, nee, ich meine auch nicht. Wie soll ich das erklären? Ich glaube, es ist einfacher, einfach noch 8 weitere Cyclic Assembler zu bauen. Ja, dann mache ich das. Klar, was du machen könntest, wäre so ein Ding aufzusetzen, was Sachen mit der Item-ID und egalisiertem NVT-Wert rauszieht und wieder reintut. Huch. Ist gerade nicht passiert, oder? Doch, leider. Fuck. Was sind die Verluste? Alles. Wow. Fuck. Ja. Und Lost verloren. Klar habe ich das. Glaube ich dir. Vor allem, weil ich den Grund dafür kenne. Ich bin müde. So. Ohne es gemerkt zu haben. Hab mir mit der einen Hand kurz die Augen gerieben. Mit der anderen bist du noch gelaufen. Und bin noch gelaufen, ja. Vor allem, weil ich hatte die Hand ja eigentlich ich hatte eigentlich von B die Tastatur runtergenommen. Die Hand von B runtergenommen. Nimm die Hand von mir runter. Ja, ist egal. Ich hab dann wieder raufgeschaut, dann war plötzlich nur noch schwarz und nicht so. Ach, Scheiße. Hab gemerkt, dass ich meinen Daumen, also dass ich meinen Mittelfinger runtergedrückt habe, hier auf W. So, was? Vor allem, weil hier überall ist irgendwo Rand und Wand, ne? Und ich laufe genau an der Stelle, wo ich runterlaufen kann. Weil gehüpft bin ich ja nicht. Yeah. Boah. Haben wir schon Eisen, Silber, Platin? Nee, das macht auch nichts. Alle 4 von den Waffen und boah. Ist mein Bogen weg? Ist jetzt meine Pfanne weg? Ist. Ah. Kenne ich, mein Schwert war ja auch von jetzt auf gleich weg. Was war eine Sache? Das war aber die einzige Waffe, die ich so hatte. Gut, bei ihr waren es jetzt noch mehr. Aber vom Prinzip her ist es, glaube ich, recht ähnlich. Ja, aber die Axt, die ich gemacht habe, selber ist auch weg. Wenn es wenigstens einen Grund gehabt hätte, okay, aber. Gott. Kann dir da auch nicht helfen. Kannst du ja auch nicht. Ach, siehst du? Schreist du Jetzt. dann meinen Namen schon wieder? Ich glaube, das ist etwas unpassend gerade. So minimal. Entschuldigung, das muss jetzt einfach sein. Ja. Ich weiß gar nicht, wie sehr mich das gerade eigentlich nervt und ärgert und aufregt, ne? Weißt du, wie oft ich schon runtergefallen bin hier auf der Map? Weißt du, wie viele unglaublich wertvolle Sachen du da dabei hattest? Mehrere, für mich waren die wertvoll. Einfach mal vorstellen, dass jetzt, nachdem hier
sich ein gewisser jemand diese unglaublich tolle Battle-Axt geschmiedet hat. Eben. Dann aufgrund eines dummen, selbstverschuldeten Fehlers, der nicht mal ansatzweise begründet ist, einfach von der Plattform läuft und solche deine ganze Stahlrüstung plus diese Axt und alles noch verliert. Du hast es doch gerade begründet. Ja, aber es hat halt wirklich keinen Sinn. Es hat keinen Sinn im Spiel, es ist einfach nur, ne, es ist einfach Dämlichkeit. Ja, das ist ein Grund. Fresse, ich rede. Du gerade frech zu mir oder was? Was ist? Ja, bin ich. Ich merk schon, ja. Hast du das gerade ernst gemeint, Frank? Was ernst gemeint? Das ist ja nicht Mit dem Frechsein. Natürlich, hallo, was geht denn ab? Empathie fehlt dir auch ganz schön, wa? Ja, aber sowas kann ich nicht leiden, ey, wenn Leute dann plötzlich frech werden. Okay, bei dir verstehe ich es noch jetzt, das ist ja klar, aber es gibt andere Menschen. Bist ja selber schuld dran, wenn du einen so blöden sagen, Arm machst. Ich würde sagen, ich werde ja nicht frech, ich habe einfach nur keinen Bock, dir höflich zu antworten, dass du die Fresse halten sollst. Deswegen tue ich es einfach mal nicht höflich. Ist ja verständlich. Ich merke gerade, ich Aber habe um meinen versucht, Satz mich zu hier Witze zu beenden. machen, aber es klappt nicht. Oh Mann, ich bin Wenn auch müde. Markus jetzt eben so gesehen komplett grundlos von der Plattform laufen würde, mit den ganzen Sachen, die er jetzt gerade dabei hat, ne? Würde ich entweder Rage quitten oder im Singleplayer irgendwie versuchen, das wiederherzustellen. Ja, ohne Witz würde ich machen. Okay. Ja, eben, und das kann ich hier beides gerade schwer tun. Du müsstest den Admin hier nach Rechten fragen. Das bringt ihm auch so viel, weil ich jetzt auch nichts davon wiederkriege, weil ich meine, ganz ehrlich, sich die eine dieser solche Pfanne zu cheaten, ist fast unmöglich, also. Wenn du die Materialien könntest, die hercheaten, müsstest halt nur Skill quasi wieder draufbringen irgendwie. Aber ehrlich, woher will ich wissen, was für. Das war eine Pfanne mit einem. Keine Ahnung, was das für ein Deckel war. Ich weiß nur, dass das ein Somnium-Griff gewesen sein muss. Das war ja die Quest-Reward-Pfanne. Ja. Ach komm, ich mach mir doch eine neue Pfanne, ich hab keinen Bock. Da ja der ganze andere Kram nicht funktioniert. Willst du einen Pink? Pinkestal. Also Die lässt ich sich glaube besser fast kämpfen. ja, einfach nur weil es ein starkes Material ist. Also richtig toll. Unsere Kisten müssen größer werden. Passt. Ja. Mittlerweile haben wir 35 Dias, wenn ich das richtig lese. Nee, 26, schade. Naja, fast. Hätte sein können. Naja, hier sind auch mal zwei drin und da War ja unten fast ist eine nochmal Zahl richtig. Darf die Hoffnung nicht aufgeben. Wo ist das super pinke Material eigentlich hin? Das Pinke. Ach, Da da waren hinten, ja. auch nur noch zwei Ingots übrig, du brauchst da sau viel mehr. Wofür denn? Für die Pfanne muss ich auch Ich schon baue mal. keine ganze Pfanne aus dem Material. Ja, ich weiß schon nur den Kopf, aber ich glaube, der kostet auch schon 8. 8? Warte mal, wie heißt denn die Pfanne da auf Englisch? Ja, Pan. Pan, Also, okay. Pan, hallo? Pan und Handle. Obsidian Pen. Da, Pencast 1. Oh, okay. Ne, die großen Schilder da, die Platten, die brauchen viel. Eine Pen kostet echt nur 1. Ja, ne Pan wird nur aus dem Stock und der Pfanne gemacht. Jo. Deswegen Okay, nehme ich jetzt ein bisschen dann Gold und reicht. mache mir eine Pancast. Haben wir Ja. das? Stimmt, wir haben noch keinen, ja. Okay, ja, dann Aber habe erstmal ich mir das gedacht. nehme ich mir erstmal ein bisschen Stein und mache hier so ein Pan Auslage. Dental Table. Nee, gar nicht. Doch. Doch Was nicht. wir vorher noch machen sollten, wäre, uns eine Redstone Clock anzuschaffen. Viel Spaß. Warum? Guck dir mal die Smeltery an. Hast du Lust, den Kram da rauszuholen? Wie? Also, die Ach, Smeltery hier die. oben. Die große. Da habe ich mir auch schon ein bisschen was überlegt. Vielleicht.
Autonomous Activator oder so? Oder? Braucht man nicht. Das Ding ist viel zu Overkill. Einfach Redstone Clock reicht. Die Faucets aktivieren sich bei Redstone. Wie macht man nochmal die Patterns? Na, wohl braucht man eigentlich auch. Planken und Stöcke im Kreuz. Wir können ja. Was sind denn da oben? Ja, ja. Wir können ja eigentlich ganz simpel sowas machen und dann in den Chest rein. Ja, das ist klar. Oder, ja, warte. Machen wir es gleich so. Nein, falsch. So. Haben wir hier noch irgendwelche Patterns rumliegen? Irgendwelche? Large Plate, Broad Axe Head, Tool, Tough Rod. Müssen wir halt jetzt nur aufpassen mit dem Überguss. Und, ja, stimmt, Redstone Clock. Für 5 Clock, 3 Clock ist hier zu wenig Platz. Gibt's da irgendwie von... Guck mal den Block Redstone Clock an. Gibt's den? Ja, den gibt's. Okay, ja, mach ich. Fertig. Das ging schnell. Alles schon da. Okay, der schaltet jetzt aus und wieder an. Ist auch doof. Aber es funktioniert. Jo. Doch. Muss man halt jetzt trotzdem ab und zu drauf schauen. Naja. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, dass wir das hier mit dem Ingetcast machen. Warum? Weil man dann nicht drauf schauen muss. Dauert länger. Ja. Bei solchen Mengen. Gut, ja. Vielleicht beides gleichzeitig. Na wohl, wäre auch doof. So ein Cast braucht 1 oder 2 Gold immer? 2. Eben. Ja. Also soll ich das einfach unten machen, oder? Unten ist, glaube ich, alles automatisiert. Ja. Das heißt, ich kann das gar nicht schmelzen. Schmelzen schon, aber nicht wirklich verarbeiten. Kannst ja oben trotzdem reinschmeißen. Gold frisst sich ja mit nix. Außer Silber. Ja, und genau, das ist gerade das Bumerang hier gerade raus. Ja, gut, ist ja gleich draußen. Jetzt ist noch ein Block Eisen drin. Ui, da ist aber ganz schön eine Verstopfung hier im System. Guck dir mal das zweite Ding von links an. Ja, ich warte. Ich muss mich erst aufladen. Hä? So. Ja, dann springe ich doppelt so hoch. Okay. wo? Das zweite Altenberg von links. Stuffed Items, okay, ja. Ist ja nicht so schlimm, was, oder? Ne? Nö, das ist so nicht. Kommen eigentlich alle unsere Engines genügend Lava? Ja, sehr gut. Na, hier schaut's kritisch aus. Kritisch? Der gammelt so auf 640 RF rum. Ja, jetzt ein bisschen höher und wieder niedriger. Ich finde es einfach interessant, wie die Redstone Clock einfach das Teil nur manuell, also immer nur so ansatzweise an- und ausschaltet. Liegt auch einfach daran, dass so viel Energie gar nicht gebraucht wird. Bin das nur ich oder wenn ich jetzt Teil gerade öffne, geht die Anzahl irgendwie voll weit rüber? Oh. Ja, wir haben zu viel Iron. Ja, das ist, weil. Das ist ein Bug. Nee, das skaliert. Eben. Das hat jetzt gerade runter skaliert und muss wieder hochskalieren, eben weil das ganze Silber raus ist.
Kann ich die beiden Gold jetzt reintun und schnell einen Cast gießen? Sekunde, ja, kannst du. Setting aus. Jetzt ist aus. Gut, dann 2 Gold rein. Hier den Cast rausnehmen, hier die Pfanne reinlegen. Moment, noch nicht. Ja, kann er schon machen. Derzeit wieder nur Iron abgekürzt. Jetzt geht es halt auch darum, weil das Ding weiterläuft. Machen wir es doch fast aus. Ne, das macht ihr noch nicht. Ja doch, dann zieht sie mir das Gold weg. Das geht auch nicht. Geht ja nicht, jetzt ist ja ein Iron-Ding drin. Eben. Aber ich glaube, ich komme da oben gar nicht an das obere Ende ran, um da das Gold auszuwählen. Aha. Schaffst du schon. Ich glaube, das Gold müsste dann automatisch nach unten gehen, oder? Werden wir gleich sehen. Mhm. Huch, da hüpft es hoch und runter. Ah, da ist noch Eisen dazwischen. Ach, ich wollte sagen, da ist noch Eisen dazwischen, was laber ich. Oben ist es. Ja. Dann also erstmal das Eisen abfüllen. Gut. Nee, warum? Das Gold kann ich doch anklicken. So, jetzt halt gehe ich raus. Ach, ich konnte es nicht anklicken, aber okay. Ja, ich konnte es anklicken. Gut, dann. Forced brauchst du. Ja. Ja, warte. Wo ist die eigentlich hin? Keine Ahnung, ich klaue mir das hier. So. Das Gold jetzt unten? Haben wir noch hier drei? Ja, haben wir sogar drei. Nice. Okay. Jetzt musst du nur noch das Alumite reinschmelzen. Iron ist ja jetzt genügend drin. Alumite, ja. So. Wir haben noch geklärt, dass es wirklich nur eins braucht, ne? Ja. So, dann schmelze ich mal ein Alumite. So, was treibt Frank gerade wieder? Versteck mich gerade. Vor wem? Vor allen. Warum? Aus Gründen. Ansonsten hätte ich nämlich jetzt die Pfanne selbst auch aus den Dingszellen, aus den Lime Crystals gemacht. Lime Crystals, ja, wenn das geht. Ja, aber die Pfanne selber, die gieße ich ja gerade schon, also. Ja, ansonsten mach halt da den Griff draus. Also die Slime-Teile mit dem Griff klappt nicht. Das hat doch, obwohl, der Sturdy-Griff passt nicht, der normale vielleicht schon. Muss man die Teile einschmelzen, oder? Welche? Die Slime-Rüssel? Nee, die kannst du so verarbeiten. Toolforge. Gut. Toolrod-Pattern. Die Toolforge liegt ja da. Da hier. Oder nee, nicht Toolforge. Was war denn das? Wie ist das Teil? Eben, das ist da vorne, das hier. Pattern. Ja, hier. Partbilder. Genau. Slime Tool Rod. Meins. So, haben wir eigentlich zum Abschluss noch eine Quest, die gerade passt. Ach genau, eine Blaze Ray sollten wir irgendwo nochmal beschaffen. Ja, das geht bestimmt. Du hast mir den gefallen und kannst mir gleich nochmal hier das Alemite anklicken, weil ich komme nämlich nicht ran. Noch nicht, erst gleich. Das schmilzt noch. Ah ja, da haben wir es. Glaub mir doch. Niemals! Wir haben doch so viel Iron drin. Kann ich das mal. Wo sind die ganzen Blocks hin? Wir sind da drin. Okay. Ne, ist das Silber? Ja, das war Silber und das Eisen kommt jetzt gleich, wenn es fertig ist. Haben wir noch irgendwo Blocks rumgammeln? Weil ich brauche ziemlich viel Iron. Ja. Übrigens, das sollte jetzt fertig sein, also. Na jo, ich komme gleich. Na, noch nicht ganz, aber eigentlich ist es schon durch. Es muss nur irgendwie noch da. Ja. So. Unten damit? Jo, jetzt ist unten. Nice. Und abfüllen. Okay, jetzt brauche ich Iron. Jo. Kannst du ja gerne noch so viel Eiern rauskippen, wie du lustig bist. Hinten ist ja noch ein zweites, also kannst du das auch rauskippen, manuell. Ah ja.
Naja, eins automatisch reicht eigentlich. Ja, fürs Erste. Joa. Warte mal, was haben wir denn da? Kann man die noch irgendwie produzieren? Blaze Powder, Nether Vault und Glows and Redstone Dust. Blaze Powder haben wir ja eigentlich. Meine jetzige Bratpfanne sieht aus wie so ein riesiger, überdrehter Lollipop. Markus. Geil. Lollipop-Pfanne. Ja. Jetzt in 2,5D. 2,5 sogar, wow. Kann ich da vielleicht direkt das Auto-Repair draufkippen? Ich glaube nicht. Die musst du wieder trainieren. Ja, aber ein Modifier habe ich doch eigentlich... Da steht auch schon, dass man modifieren kann. Das geht mir immer durch die Nerven, wenn man das dann doch nicht kann. So, 8 weitere Cyclic Assembler. Ich meine, die ist Reinforced 2 immerhin, ne? Also. Schon haben wir jetzt mehr Diamanten oder haben wir mehr Emeralds? Kann ich mal die Magnum Torch wieder abbauen? Ja, mach ne. Können wir hier noch ein bisschen kämpfen? Wenn die denn spawnen, wenn du nicht da in der Nähe bist? Ja, ich hab mir bloß ein bisschen Papier geholt. Hast du nicht? Doch. Ich brauch das für. Du hast dir Sugarcane geholt. Für Papier. Ja, das stimmt wiederum. Ein Papier. So, spawnen die da jetzt noch oder nicht? Vielleicht ja morgen. Ja, genau. Hast du das System eigentlich ausgeschaltet hier unten? Nee. Warum? Weiß ich, es kommt nichts raus. Kommt nichts raus? Nee, also es tut sich, glaube ich, hier soweit. Ich sehe nichts. Ja, weil die ja alle unten blocken. Die nee, hier oben Assembler. Meine ich auch. Da tut es ja, glaube ich, auch nichts weiter. Ist das wieder blockiert mit irgendeinem Schrott? Scheint fast so und ich bin schon wieder gefangen. Gefangen in der Zeit. Nee, es ist nicht blockiert. Okay, kam mir gerade so vor. Das liegt halt jetzt bloß alles in Chests rum. Muss man halt irgendwie regeln. Gut. Schon 29 Diamanten und 24 Emeralds. Das ist immer so verdammt knapp. Ich muss da jetzt aber eh noch ziemlich rumfummeln mit den Assemblern.